Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Gott und die Welt. Diesmal XXL, ein bisschen länger. Wir haben uns überlegt, wir wollen ein bisschen schrauben an unserem Format, ein bisschen was verändern, ein bisschen ausprobieren. Und wir freuen uns auch, wenn Sie uns dazu Rückmeldungen geben. Ja, wir sind in der Woche vor dem ersten Advent. Wie bereitet ihr euch, wie bereitest du dich auf Advent vor? Also Adventszeit ist bei uns eine Zeit, wo wir erstmal natürlich uns ganz viel die Wohnung schmücken, den Adventskranz schmücken, mit den Kindern jeden Tag ein Türchen aufmachen. Und normalerweise würden wir auf Weihnachtsmärkte gehen, auf Weihnachtsfeiern. Und vielleicht auch noch viel mehr Leute besuchen, zusammen Adventslieder singen. Es wird auf jeden Fall eine ganz andere Zeit dieses Mal. Mhm. Eigentlich ist das ja so eine stille Zeit, so eine ruhige Zeit der Advent. Ja, wie meinst du, wird das dieses Jahr? Also diese besinnliche Zeit ist in diesem Jahr auf jeden Fall eine große Chance, weil nicht so viel von außen einen ablenkt. Und ich finde gerade wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen als Chance, vielleicht eine bessere Kommunikation und Begegnung zu haben mit Menschen, auch wenn man sie nicht real treffen kann, aber vielleicht nochmal besonders ein schönes Telefonat zu machen oder jemanden einen schönen Brief zu schreiben und wirklich auf eine gute Kommunikation zu achten. Gute Kommunikation ist das Stichwort, wenn man jemanden mal anruft, von dem man gerne mal wieder was hören will. Also dann geht es ums Zuhören. Genau, das finde ich ist auch so schwierig am Zuhören, weil oftmals hören wir irgendwas und dann geht es dann sofort in so eine Diskussion oder in Rechthaberei. Und wirkliches Zuhören ist gar nicht so einfach. Und auch jetzt, wenn ich schaue, wenn man etwas postet und darauf Kommentare folgen, das ist irgendwie total fehlgeleitete Kommunikation eigentlich. Ja, so richtige Kommunikation findet im Internet wenig statt. Das stimmt. Also, dass man wirklich dem anderen zuhört, dass man wirklich auch Argumente austauscht und auch ein bisschen bereit ist, sich von seiner Position zu lösen, oder? Ja, also ich finde es gerade die Herausforderung, zuzuhören und nicht vorschnell jemand das eigene überzustülpen oder zu meinen, man müsste ihn jetzt irgendwie belehren oder vielleicht auch bewahren, sondern auch mal zu sagen, okay, das Gefühl lasse ich auch stehen, auch wenn ich es vielleicht nicht verstehen kann. Ich kann auch einen Gedanken stehen lassen und gib vielleicht mir Mühe, dem anderen auch Verständnis entgegenzubringen oder zu versuchen, vielleicht auch das, was er gesagt hat, vielleicht in einem anderen Kontext oder anders auszudrücken, weil vielleicht kann das ihm helfen, dass er vielleicht eine positivere Sicht auf sich und die Welt hat und nicht selber sich vielleicht auch schon drückt und schlecht macht. Also um nochmal auf den Advent zu kommen, der Advent könnte eine gute Gelegenheit sein, wieder mehr aufs Zuhören zu achten. Es könnte eine Hilfe sein, wenn wir den Tag nochmal beginnen mit einem Gebet, was uns nochmal genau in diese Haltung bringt, zu sagen, höre Israel, der Herr, dein Gott ist einer. Und dieses Grundgebet auf Gott hin kann helfen, selber auch wieder in das Hören zu kommen, Hören auf Gott und aber auch Hören auf den Nächsten. Also was wäre dein Weihnachtswunsch für dieses Jahr? Dass wir von Hörenden zu empfangenden Menschen werden und so Weihnachten ganz besonders erleben können. Ja, wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Adventszeit. Wir freuen uns, nächste Woche uns wiederzusehen.